Falsches Ei? Habe ich das Ei reingebunden? So. Verrückt. Das war ja crazy. Gut. Wieder wird gelernt. Da habe ich nichts. Natürlich schade, weil ich jetzt am Ende die Boss-Sache nicht bekommen habe, weil ich hier rausgebackt bin. Huch. Was machst denn du hier? Was machst du hier? Geh weg. Raus mit dir, du Shift. So, das kann noch weg. Achso, ich habe noch Eier und Milch in der Tasche. Crazy. Kann es sein, dass die Sachen so über eine gewisse Zeit ein bisschen Damage bekommen, also Haltbarkeit verlieren? Die so drin stehen, weil eigentlich sollte das ja nicht passieren. Soweit ich weiß, ja eigentlich nur, wenn sie draußen stehen. So, ich habe doch nicht nur ein Flambell, oder? Das war eins. Okay, aber die machen ja dann so wenig Damage. Da würde ich sowieso mal gucken. Ich kann ja theoretisch, ich kann ja Sandsäcke bauen, aber da gab es glaube ich noch was, oder? Lass kurz mal gucken. Hier, das hier. Finde ich ganz cool. Ich glaube, da können Lambards können daran, ne? Ich will jetzt mal hier raufschmeißen, Tanzis und Lambards können ran. An dieses Ding. Dafür brauchen wir aber kurz noch Metall. Eigentlich werde ich immer von zwei. Ja, von eigentlich nur von den gleichen zwei Seiten angegriffen. Achso. Dann muss ich das Thorsten später mal schreiben. Schön, dass wir die dann oben aus. Es spawnt bei mir gar kein Ei mehr, ne? Da oben schon, aber hier unten nicht. Dungeon Boss Bodenback. Kannst du es nennen? müsste so, boah, vor 5 Minuten gewesen sein. Also 25. Minute, schätzungsweise. So, wir brauchen noch mehr Eisen. Ups, das reicht nicht. Kann es sein, wenn ich, Angriff levele, dass ich mehr Eisen rausbekomme? Oder ist das überhaupt möglich? Wie ich den nennen wollte? Keine Ahnung, das überlasse ich immer euch. Ich benenne meine Clips nicht. Das macht immer ihr. Denn ich habe gar nichts gemacht. Also diesmal habe ich wirklich gar nichts gemacht. Ja, würde ich nur festhalten. Ich habe lediglich gekämpft, einen Boss gefangen und bin dann nach Hause teleportiert. Wie auch immer ich das geschafft habe.
Nee, das ist einfach nur das, wovon ich ausgehe, dass er was mit anfangen kann. Ach, ist sogar 100%. Perfekt. Perfecto, perfecto. So, warte mal. Brechen wir hier nochmal ab. Machen das rein. Machst du? Nee, macht er nicht. Du machst. Nee. Was machst du? Genau, perfekt. So, haben wir. Was ist hier los? Feuerdrüsen. Okay. Achso, wegen meinem Flamball. Das weidet ihr auch. Vergessen. Gibt es eigentlich auch irgendwas Elektronisches, also Elektropals, die weiden können und dann Drüsen fallen lassen können? Ups, bei den Flammenball weiß ich es ja. Aber gibt es da noch mehr? Ich danke, Sascha. Jetzt einen Eierschmuh hier mal wegmachen. Bei mir, ja, ja. Hab gerade noch schnell gegessen vom Stream. 30 brauchte ich, ne? Warte mal. Müsste ich aber jetzt schon. Sonst sagt stationäre Armbrust. Ach, einer fehlt noch. Cool. Oh, alt. So, eigentlich kommen die immer von hier. Prinzipiell würde ich die hier hinstellen. Macht das Sinn? Wahrscheinlich greifen sie dann von der anderen Seite an. Ich würde hier einfach dann 3 Stück nebeneinander machen und das Ganze am besten pro Seite. Wäre Pock. Heute gab es Hähnchen mit roter Beete und Bratkartoffeln. Ja, auf rote Beete muss ich aber sagen, muss ich Bock haben, ne? Also, und kommt auf die rote Beete an, natürlich. Gehen die automatisch ran bei Angriffen oder muss ich zuweisen? Hat jeder, der Handwerk bin. Okay. So, wir waren zuletzt, nachdem ich wegteleportiert wurde. Ich war nämlich gerade im Aufdecken. Aber war das. Das war es hier, glaube ich, sogar schon, ne? Egal, wir gehen nochmal hin. Schmeckt besser, wenn sie besonders rot ist. Es gibt tatsächlich rote Beete, die schmeckt sehr erdig, finde ich. Findest du nicht? Ja, letztens, als du meintest, du wolltest eigentlich noch bleiben, aber ich bin das ganze Eisgebiet abgeflogen, also zumindest hier so die Runde. Hab auch gekämpft, also du wolltest ja nicht, dass ich mich mit Sachen anlege. Ich habe mich mit Sachen angelegt, allerdings nur mit, boah, ich muss jetzt nachgucken, wie die heißen. Die lassen auf jeden Fall diesen besonderen Stoff fallen. Ich komme aber gerade nicht auf den Namen. Ärgern die am Chickpeas? Was habt ihr davon? Was habt ihr davon? Ich damit, was du willst. Ja, mach ich. Das mache ich natürlich nicht. Ich helfe niemanden. Außer meine Mama.
Und das ist schon grenzwertig. Ein bisschen auf Walle auch. Aber nur ein bisschen. Aber auch nur, weil er noch nicht so viel sagen kann. Ich glaube, das ist ein Rookie unter die Erde gebackt, ehrlich. Ah ne, da hinten ist der. Oh, was denn hier? Ach komm mal, den würde ich direkt mitnehmen, tatsächlich. Weil XP und bla, weißt schon. Wow. Ich werde dich von Wirm. Das wäre der. Du machst die ganzen Bäume kaputt. War zu früh. Wieso habe ich denn noch 2% Fangwahrscheinlichkeit? Brauche ich einen besseren. Besseren Ball? Ich hätte noch einen roten. Bin ich aber eher Verschwendung. Na, komm schon. Mit dem Level? Okay. Also Level 30 macht schon Sinn mit den Gigabällen, oder? Hier ist auch noch ein Dungeon. Die Frage ist, ob ich wieder raus teleportiert werde, oder? Je höher, umso öfter brauchst du die besseren Bälle. Also gibt es da nicht so einen Knigge, dass man sagt, okay, ab Level 30 schmeißt lieber gelbe und rote Bälle? Ist ja wieder Level 13, der Boss. Ja, egal. So, da oben, glaube ich, ist eine Kiste. Kurz gucken gehen. Steine sehe ich. Ne, ist ein Ei da oben. Mit viel Glück ein Drachenei. Ich glaube, bei uns war die Produktion auch um einiges einfacher. Ja, also generell ist halt, du levelst halt viel schneller als ich. Bei mir ist halt alles ganz normal. XP sind nicht hochgestellt. Ist alles einfach ganz normal. Hm? Ach da. Das macht schon einen Unterschied, ob mal 2 oder mal 3, ja? Ein gescheiterter Abenteuer. Okay, hi. Hi, ein neues Gesicht. Du ziehst wohl auch umher, so wie ich. Verdammt, wie bin ich bloß an so einem Drecksort gelandet? Du wolltest sicher auch ein Vermögen mit gefangenen Pals machen, was? Vergiss es, das hier sind alles gefährliche, tollwütige Biester. All meine Kumpels wohnen schon besonders. Um den ganz großen Fall machst du am besten einen Bogen. Oder bereite dich zumindest ordentlich vor, bevor du ihn herausforderst. Meint ihr den süßen Tiefhand? Stimmt, er ist sehr böse. Du böser Elefant. Das heißt, selbst craften kannst du nicht kaufen. Also die roten habe ich, die kann ich jetzt mittlerweile schon craften, ja. Aber ich glaube, die roten waren auch, die werden mit Metall auch hergestellt, ne? Glaube ich. So, den nehme ich mit. So, warte mal. Ja, da geht's anscheinend. Ja, gut, da drüben ist das Teil. Das habe ich ja letztens schon gesehen. Die Frage ist, soll ich halt mal hin?
Letztens habe ich es nicht gemacht. Ich stelle nicht darauf Metall. Also, ich habe immer, sobald ich in der Base bin, schmeiße ich auf jeden Fall immer Metall rein, damit halt die ganze Zeit Metall gebrannt wird. Das auf jeden Fall. Definitiv, aber ich muss auch aktuell noch sehr viel bauen, was halt jedes Mal Metall kostet, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, ja. Ich habe auch schon überlegt, ich werde wahrscheinlich, ich möchte gerne noch 2 Kochtöpfe bauen. Und noch weitere, mindestens noch einen weiteren Ofen. Ich habe ja ein paar Feuerpals. So, wo sind wir denn hier? 2? Oder 2, das ist ein Naturschutzgebiet. Naturschutzgebiet? Na, er weiß ja nicht. Wo auch immer ich gerade reinfliege, wahrscheinlich in mein Verderben. Oh. Okay. Okay. Der sieht ja cool aus, aber den kriege ich nicht gefangen. Das ist doch, glaube ich, auch ein Boss, ne? YOLO? Nee, nee. Wumpo Botan, okay. Wumpo gibt es, glaube ich, auch im Eisgebiet tatsächlich. Ich frage mich gerade, ob ich mein Dings anziehen sollte. Oh. Von denen sollte ich mich allerdings fernhalten. Ja, levelmäßig, nicht so unser Gebiet. Also noch nicht. Also hier gar keine Chance. Was ist denn das hier? Wer das? Ich sneak mich jetzt kurz an die Kiste ran. Yeah, ich habe Unterwäsche gefunden. Unterwäsche. Nee, also ich würde es auch nicht machen, weil 10 Level über mir ist schon sehr tough. Das ist schon sehr tough. Ja gut, dann komme ich hier in 5 Level nochmal wieder. Also, gibt es hier unten vielleicht was? Unterwäsche. Unterwäsche. Ja, habe ich dezent versprochen. Das ist noch eine Kiste. I see this. Wo sind wir denn jetzt hier auf der Karte? Ach, da hinten. Verstehe. Ja gut. Hallo, Ausdauer. German Gander. So. Ach, da ist auch noch eine Kiste. Moment. Den Knochen kann man ja nicht abbauen, vermutlich, oder? Ich habe es noch nicht probiert, aber ich gehe mal stark davon aus. Die nehme ich noch mit. Schade. Bei A kannst du auch Knochen abbauen. Sollen sich mal ein Beispiel nehmen? Spaß. Haben sie ja genug gemacht. Ja, der sieht cool aus, Mann. Ich muss auch noch, siehst du, ich muss mir den ausrüsten, diesen einen Bohrer-Typen hier, den ich letztens gefangen habe. Wie ist denn der? Zum Metall machen, glaube ich, ist der. So, ich wollte, muss aber hier lang. Da so. Geht man aus dir Knochen? Ja. Die ist nicht schlimm. Ich lebe sehr gefährlich, weißt du? Auf jeden Fall habe ich zum Beispiel 4 Sterne. Ich glaube, ich habe noch keinen Pal, der irgendeinen Stern hat oder so, ne? So, da kann ich ja noch nicht hin, hast du gesagt. Das war's dann aber auch mit der Insel, oder? Ich glaube, das Stück noch und dann haben wir das hier schon durch. Ich bin fast 31.
Muss auf jeden Fall ein bisschen Level pushen. So, hier gibt es wahrscheinlich nichts mehr. Ne. Hat hier nicht so 5, dafür musste er viel. Was? Dafür musste er immer die gleichen opfern an der Maschine. Ach so. Ja. Okay, ich muss generell mal einen machen, ne? Aber ich muss mal gleich gucken im Lager. Kannst du mir einmal sagen, was ich zu tun habe und dann weiß ich ja, wie es geht. Das passt ja. Ist das hier oben was? Ja. Schön, schön. Oh, hier ist aber auch eigentlich ein richtig schöner Platz zum Bauen, ne? Sag dir, was ist da? Ist echt gut. Aber hier ein Lager zu errichten, macht halt keinen Sinn. Leider. Was mehr sind, wenn man die Eier legen lässt? Ja, glaube ich auch. Also glaube ich die gerne. Können wir kurz nochmal Metall mitnehmen? Ach, guck mal, jetzt klappt das auch, dass der meine Bären ist. War beim letzten Mal tatsächlich fehlerhaft, die Song. Ja, ich merke schon, Sascha. So, Kiste nehme ich noch mit. Stahlschlüssel. Hm. So, in die Richtung könnte ich eigentlich auch noch ganz kurz. Ach, warte mal, hier ist noch ein Dings. Hallo, lass mich doch los. Lass mich runter. Peng. Na, 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 na. Guck mich nicht so lüstern an. Schieß in den Rüssel. So. Hochwertiges Palöl immer gut. Das ist noch eine Dings. Da unten in dem Dungeon war ich und dann hat es mich nach Hause katapultiert, Sascha. Hier unten an dem. Dann war ich beim Boss, hab den Boss gefangen und dann wurde ich nach Hause teleportiert. Ganz crazy. Ganz crazy. Oh, das sind schöne Ecken zum Bauen. Richtig schöne, glatte Stellen. Voll gut. Ich dachte, hier wäre sogar nochmal so ein Schnellreiseding, aber... gerade noch so gesehen im Augenwinkel. Ich kann es jetzt natürlich auch nicht sagen gerade. Wenn ich fange, dann muss ich erstmal wieder was finden, was ich fangen will, ja? So, hier drüben. Genau, da war ich schon. Da müsste aber auch. Schnellreisepunkt sein. Perfekt. Wenn du jedes Mal ansteckst, wenn du etwas fängst. Ding, 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 ding.
Ich achte doch nicht auf Symbole. Wer beschäftigt sich denn mit sowas? Wie kommst denn du darauf? Also, du glaubst aber auch viel, ne, an mich. Ach, ich kann nicht rollen, wenn die, okay. So, jetzt kann ich wieder rollen. Hey, komm her. Lass mich deinen Tank anschießen. Jetzt so. Und gleich macht's. Piu! Los. Weiter. Warum greifst du denn Skepsi an, du Idiot? Wie kann denn da noch was rauskommen? Ich hab doch seinen Tank weggeschossen. Ich brenne! Zu Hefe. Hallo, lösch dich! Genau. Mein kaputt waren wir. So, was haben wir hier noch? Warum hat denn der so eine Dings über dem Kopf? Ist der angry? Oh, lad doch nach. Warum lädt die denn jetzt nicht alleine? Hallo?